herzlich willkommen zurück zum, für mich, heute die letzte halbe Stunde Diablo 2. Wir spielen Version 1.0 wieder. Wir spielen wieder mit unserer Zauberin. Ich überlege jetzt, ob ich so ein bisschen Charaktere kreuz und quer spiele. Dann Mule. Und wir alle mal zu Andy ziehe. Und dann erst mit dem perfekten Equipment ran hier an Andy. Macht der Sinn eigentlich? Oh boah. Vielleicht wird es noch so was. Wir können ja mal sehen, wie wir uns gegen Andariel schlagen. Und wenn es nichts wird, kann man immer noch ein bisschen umarbeiten. Wir suchen immer noch die Gräfin. Hui. Oh ja. Ach, hier ist das Türmchen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das wird jetzt nicht so spektakulär, dieses Let's Play. Dieser Ort birgt viele Geheimnisse. Ui. Schon alleine in der Gründe, wenn ich jetzt nochmal x Charaktere spiele bei Diablo. Irgendwann kann man ja kaum noch was vor Diablo erzählen. Shit. Ich weiß auch immer, das war jetzt, das war, ging total in die Hose. Hat immer noch I gewöhnt. Hallo. Guten Abend. Oh Gott, mein Tor ist weg. Verdammt. Ja. Oh Gott. Die waren irgendwie jetzt nicht so cool. Irgendwie ja nicht cool. Egal, versuchen es nochmal. Mal sehen, ob ich irgendwie an meine Sachen komme. Tja. Tja. Hallo. Was sagst du dazu? Yippie, ja. Naja. Ja. Ich muss sagen, Diablo 1 wäre aber übrigens in der Hinsicht schlimmer. Seht ihr? Man kann mal wieder nach den von mir gewünschten Stäben gucken. Wenn wir sowieso schon hier sind und jetzt nicht sterben. Sind die jetzt so schlecht, weil meine Ausrüstung so schlecht ist? Megan, du lebst nicht lange. Oh Gott. Wieder falsche Richtung. Megan, du wirst nicht lange leben. Jo. Schlimm, dass ich aber auch schon wieder Lust, einen Totenbeschwörer zu spielen. Aber einen richtigen jetzt. So einen richtigen Skelettbeschwörer. Na, man könnte auch auf einen Golembeschwörer arbeiten. Wobei jetzt nochmal die Synergien halt, wie gesagt, fraglich werden. Aber ich hätte wirklich nochmal richtig Lust auf einen Reinrasschen. Haha!
Sie mal einen an. Wird jetzt so fast sagen, was sich lohnt. Das Ding nicht, aber der Rest. Ja, und sieht eigentlich so aus, als hätte sich das finanziell lohnt. Tausender, denke mal. Ja, wir haben das, glaube ich, ungefähr wieder raus, was wir gerade ausgeben haben für gestorbene Kreatur. Ich sollte hier auch nicht so vorwärts rennen, glaube ich. Verschwindet er. Yeah. Cool. Was sagst du, drinnen ist wohl. Ja, ich bin auch ein Zauberin und kein Dragon Slayer Charakter. Turmkeller Level 2. Ja, ich weiß, wir müssen da auch rein. Aber ich guck trotzdem, was es noch so gibt. Oh. Eine magische Keule hat sich auch schon gelohnt. Eine Keule, ich heule. Tja. Ein Fass. Mach doch kein Fass auf, das könnte explodieren. Der konnte sich teleportieren. Hat aber nicht immer. Muss man gleich dazu sagen, ne? Schwacher Heiltrank nehmen wir auch. Oh, wir sind wieder kurz vor dem Level. Spitze. Huiuiui. Ja, wenn man mehrere Charaktere spielt und schön mult, dann hat man natürlich die bessere Option zu sämtlichen Newton Waffen in allen Akten, ne? Schon Turm Level 3. Ausdauer-Elixier. Benutzt die eigentlich überhaupt jemand Ausdauer-Elixier? Ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, oh, cool, ein Ausdauer-Elixier, mal her. Ich glaube, die hätten mal streichen können aus dem Spiel. Oder man hätte sie so richtig so machen müssen, dass sie so richtig lange wirken. Obwohl selbst dann kann ich mir kaum vorstellen, dass sich jemand die Folge. Also jetzt ist es problematisch. Schon geheilt. Schnelle Erholung nach Treffer. Plus 2 zu Lichtradius. Bin ja immer noch für Verteidigung gegen Gift. Aber wir haben noch nicht einen Smaragd gefunden. Kurios. Bis eine Kettenhemd, ob wir das tragen könnten. Theoretisch mit ihr. Das ist von den leichten Rüstungen eigentlich immer die, die ich bevorzuge. Schön, ihr sockelt. Uiuiui. Level 4. Bring mich recht ein, sonst 5 Level. Okay. Und so. Guck in die Urne. Guck auf die Goldkette.
Ich weiß ja nicht, ob man in Fässern wirklich Glück haben kann wegen guten Gegenstände. Wenn, das ist wahrscheinlich sehr beschränkt. Oftmals kriegt man eher in den Mist. Aber aus meiner jetzigen Sicht zeigt sich natürlich eine Reihe trinken über Gegenstand. Dafür habe ich auch gleich wieder in den Wisch bekommen, sehe ich da. Questlogbuch. Entledigen Sie sich der bösen Gräfin. Struggle, kill that bitch. Muss ich aber glatt sagen. Vorsitzen sollte, ne? Bevor ich hier wieder in die Wisch bekomme. Oder einfach langsam ran hier in die Geschichte. Ich hab gesagt, irgendwie müsste man mein Handy mal aufladen. Naja, nach dem Part ist eh heute Schluss. Hup, dup, hup. Gutes Zepter, nehmen wir mit. Eins Gebiet. Gebiet finde ich toll. Gebiet war doch Heilung, ne? Ui. Genau, Elixier. Leichter Heiltrank. Und weiter geht's. Vielleicht kriegen wir auf der Mütze. Schon so ein mieses Gefühl. Da brennt es irgendwie. Nehmen wir einfach mal die andere Seite. Okay. Vielleicht brennt es doch nicht. Wer weiß. Oh mein Gott. Hier die Gold. Gold, ich liebe es. Wie es riecht, wie es schmeckt. Und hier brennt es nicht. Mann, schon wieder Fenster. Kochen will, was soll kochen? Ja, ja. Wie lange hält es an? Die Kanne dauert gut. Menschen, wir machen jetzt wohl nicht so lange. Das lassen wir. Wir brauchen einen Teleport. Und tschüss. Die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Danke. Wir müssen also mal reparieren. Heißt euch willkommen. Ach, Deckard haben wir vergessen. Stimmt, man muss doch mal zu Char sehen ab und zu, ne? Guten Tag.
Seid gegrüßt! Gibt's da nicht alle Rebellen? Verkaufen, kaufen. Aha, nicht alles reparieren. Egal. Da haben wir wieder ein bisschen Geld. Schnelle Erholung der Treffer. Wegstoßung. Okay. Oh, Tacke. Was gibt's denn hier so Schönes? Wie gesagt, mich würde mal jetzt interessieren, die Kettenrüstungen. Die sind ja eigentlich immer so das 9 plus Ultra im ersten Akt. Ja. Gerade keine. Hätte mich mal interessiert, wie viel die an Stärke brauchen. 27 für das Ding. Okay. Wie viel haben wir? Der 35. Okay. So, und wie immer. Ich schon gesagt, dass das Programm wirklich gut ist. Dieses Aufnahmeprogramm, was ich nutze. Und mein Stuhl quietscht nicht mehr so sehr. Ja, dieses Aufnahmeprogramm komprimiert dann schön. Also den letzten Part, der letzte Part, der war fast eine Stunde und dann hat er gleich auf, das waren nur noch, was waren's? Ich wollte Heiltrink mitnehmen. War ungefähr 1,3 Gigabyte oder so. Also bei Fraps wären das nur ein paar Minuten gewesen. Oh, muss reichen. So. Und jetzt wollen wir das wissen. Keine Gnade. Ich hoffe, ich finde noch mehr solche Schätze. Ja, aber nicht so ein Gegner. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird. War eine Herausforderung, als würden wir hier schon auf Hardcore spielen. Oh. Hab irgendwie gedacht, es wäre leichter mit einer Feuerzauberin. Aber na gut, ist kein Problem. Kann damit leben. Mit Herausforderungen sind ja immer was Schönes. Wir haben jetzt Level 11. Das hieß, wir wollten sparen. Damit wir am nächsten Level ja alles bekommen. Sieht hier auch mal die Unterschiede zwischen Entfernung. Okay. Mana weiter auf Rüsten bringt uns eigentlich nur, was wir mit Mana-Schild machen. Und das werden wir irgendwann machen. Ansonsten ist natürlich mit der Vitalität echt ernsthaftes Problem irgendwann. Okay, raus hier, ey. Boah.
Und hoffentlich bald wieder ein Level kriegen, dann haben wir Level 12, dann sieht es eigentlich alles ein bisschen besser aus. Euer Lohn ist wohlverdient. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Warten wir auch mit die Pferden hier. Ich habe ja nicht wiederbeleben, fällt mir gerade auf, ne? Abgesaugtes Leben pro Treffer, 4%. Das ist ja eigentlich mal, also... Also wenn ich das hier mal lese, dann kriege ich echt Lust mal auf... Die hier mal auf... Wenn ich sofort lese, dann kriegt man echt mal Lust, so wie ein... einen Barbar zu lesen, spielen oder so. 4% abgesaugtes Leben ist krass. Zwei Feuerblitzen. Hui. Sag ja, wir haben es vorhin schon mal gehabt. Wie gesagt, zum nächsten Mal haben wir bestimmt einen Muli-Charakter. Ich bekomme auch immer mehr Lust, noch andere Charaktere zu spielen und funktioniert ja nur, wenn man sich gegenseitig ein paar Gegenstände zumult. Also das hat man ja immer genautet, was man nicht haben möchte. Giftstärke um 25 runter, Giftwiderstand. Ja. Wie verhält man sich jetzt am besten hier? Solange man noch nicht mulen kann, sollte man wahrscheinlich das so machen, dass man erstmal das mitnimmt alles. Später mal noch hohe Dreamwürfel. Da haben wir aber so viel extra Platz. So, natürlich nicht. Wie sieht's denn aus mit einem Gürtel mit 4 Schnallen? Gibt's die jetzt schon? Jetzt sind die dicken, ne? Die gibt's erst auf dem dritten Akt. Als ich aus dem guten Tag. Suchen Sie in der Kaserne. Okay. Wollten mir Socken anziehen. Hier schon wieder. So hieß man es. Benötigte Stärke 36. Gut, mehr als 36 brauchen wir nämlich auch nicht im ersten Akt. Und hier sieht man ja auch schön, dass man sich so eine Kappe zusammenbasteln kann. Denn ja. Schön wär's. Also gerade auf Gift, wie gesagt. Auf zum Geschäft. Das können wir hier eine ganze Menge tragen. Ich würde natürlich kein Schild auf Gift nehmen. Aber wer garantiert dann, dass wir gerade in dem Moment ein Schild tragen können mit unserem Charakter? Mit ihr zum Beispiel werden wir nie ein Schild tragen. Obwohl, ich hab's nicht später. Zauberstöcke, die einhändig waren für Zauberin? Oder ich hab's überhaupt. Kurzstab. Haben wir jetzt auch. Langstab. Nur die Geschwindigkeitsunterschied. Dann nehmen wir nicht das Tor. Quatsch, nicht Tor. Ja, doch, das Tor. Teleporter. Landos sind. So, und jetzt mal weiter hier. Kaum zu glauben. Aber mit dem nächsten Level werden wir wahrscheinlich wieder Gegner töten können. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Tamo-Hochland. Toll. Saro noch voll Lust auf den Totenbeschwörer. Man darf mir hier sowas angucken. Niemals hat gesagt, dass es so weit kommt. Wie gesagt, ohne richtigen Söldner geht es momentan ja nicht klar. Aber Söldner ist, glaube ich, gestern wieder neu starten. Werden wir uns auch mal angucken, ob das funktioniert mit dem Neustarten, ob es dann wirklich Söldner gibt.
Nee, nicht, dass das hier in der Version noch nicht so war. Vorstellen kann ich mir mal nicht. Oh, dann brennen sie runter. Yeah. Leichter Gürtel im beschädigten Zustand. Also man merkt es, ohne Heiltränke geht es ja nicht. So, was hier? Was wollt ihr denn? Dann ich komme nicht wieder drin. Das ist richtig langweilig mit der Zeit. Das gibt's nicht. Bogenschütze. Zurückgekehrt. Die waren schon mal hier. Oh Gott. Dort. Probieren wir doch mal damit. Und jetzt holen wir uns mal den hier. So. Hat das schon mal funktioniert. Ein großer Schritt für mich. Der noch viel größerer für die anderen. Der Tamo-Hochland. Ich kann jetzt schon sagen, im nächsten Part werden wir nochmal spielen müssen. Weil ich beende das jetzt gleich hier. Da habe ich einen Wegpunkt gefunden. Ich werde nur wohl im Dunkeln weiter, bis man wieder beginnt. Vielleicht spiele ich auch der abwechslungshalber mal einen roten Schwert zum Wechseln. Uns nicht mehr lange wagen. Können nur? Na, will ich eigentlich nicht. Ach, was dauert. Machen wir das hier zu Ende. Letztes Mal Shopping. Schön, euch zu sehen. Die Schwesternschaft heißt euch willkommen. Guckt euch das mal an. Toll. Man muss ja also erstmal eure aufbauen. Seid gegrüßt. Ja, das muss ich nur meiner sagen. So, nicht freilos. Kälte wieder schon. Na, nehmen wir die. So. Wärme und Eisblitz. Hm? Feuerblitz. Feuerblitz.
Ja, ich glaube, mit Feuerwitz können wir uns jetzt auch sparen. Mal ganz im Ernst. Mit dem nächsten Level hat sich das erledigt. Da arbeiten wir eh mit einem anderen Zauber. Vielleicht machen wir auch die Gräfin nochmal und so weiter. Wie gesagt, ich hab's ja. Ich spiele ja sowieso, also in dem Let's Play hier spiele ich sowieso so, wie ich auch sonst spielen würde. Das heißt, mit anderen Worten, kann sein, dass ich manche Sachen hier 10, 20 Mal mache, einfach so zum Spaß. Was braucht Und ihr? wen es nicht interessiert, braucht es sich nicht angucken. Denke ich mal. Ist nicht böse gemeint, sondern einfach nur, ist ja die Wahrheit. Man muss es sich ja nicht angucken. Wenn es einen nicht interessiert. Mit diesen alles reparierten fehlt mir irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Handschuhe. Ach, da sind die besten, aber. Wie gesagt, jetzt auch langsam in die Richtung, dass man sich jeden Kram zulegen sollte, der irgendwie mit Gift arbeitet. Giftwiderstand 5%. Finde ich doch ein bisschen wenig. Giftwiderstand 8% ist da schon. Giftwiderstand 17% in jedem ist schon richtig krass. Aber wie gesagt, ich hätte ja einen Helm mit 25% Giftreduktion reduziert und 2 Sockelplätzen. Und dann natürlich was ordentlich drin nach. Wie gesagt, vielleicht spiegel ich beim nächsten Mal schon wieder einen anderen Charakter. Guten Abend. Kreuz und quer. Hab's noch nicht eilig. Dum-dum-dum. Vielleicht spiele ich auch erstmal wieder eine Runde. Na, Sache. Ui. Der ist geil. Der ist wirklich geil. Achso, ja, wenn es jemand weiß, stackt denn Giftstärke und wenn ja, wie weit? Bis 75% wie Giftwiderstand oder stackt Giftstärke so weit, dass man so auf 100% runter kann. Würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe, dass du darauf auch mal Antworten gibst auf meine ganzen Fragen. Oh, Claudia mit K. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, mich interessieren immer so viele Sachen noch und obwohl ich mich so viele Jahre mit Diablo beschäftigt habe, weiß ich ganz viele Sachen nicht. Aber man weiß auch gar nicht, wie man googeln soll. Stack Giftwiderstand in Diablo, Fragezeichen. Wie bei Zelda, ja, die Hühnchen waren weg. Hui, hui. Was ist eigentlich hier unten nochmal? Und so Sachen hier läuft man nie hin im Lager der Jägerin. Hier steht doch enorm. Was machen die da eigentlich? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das sind immer total viele Sachen, die mich interessieren. Und wenn hier irgendwie ein paar versierte Diablo 2-Spieler vielleicht zuschauen, die auch noch Ahnung davon haben, ich würde mich wirklich über Antworten freuen. Und auch über, schreibt auch, wenn ihr sagt, auch ihr würdet ja nochmal den und den Charakter sehen als 1.0.0-Version. Weil momentan würde ich auch nur die 1.0.0 spielen. Hochpatchen kann man immer noch den Charakter. Downpatchen nicht. Ich bin momentan ein bisschen am Überlegen, ob es vielleicht mal ein Barbar wird, eine Runde. In welche Richtung der Barbar gehen soll, weiß ich nicht. Ob es ein Paladin werden soll. Totenbeschwörer habe ich total Bock drauf. In allen möglichen Richtungen, ob nun Gifter oder Erwecken, vielleicht auch ein Golem. Keine Ahnung. Oh, ja, Zauberin neige sowieso auf alle möglichen Varianten immer Bock. Also ob nun Blitz, Feuer oder Eis. Ich denke mal, da wären alle drei Varianten cool. Ich werde bestimmt auch die Stäbe und so halt alt mulen, damit ich die ganzen Charaktere alle nachspielen kann. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Lust zuzugucken. Gut, dann sag ich mal, hat Spaß gemacht heute wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein bisschen Lust habe, wieder weiterzuspielen oder besser gesagt, die Zeit habe. Jo, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, tschüss, euer Nobby.